Okay, da stehen einige Geräte herum. Dann gibt es hier eine Empfangsdame, die ein Häuschen über dem Kopf hat. Wir reden erstmal mit ihm hier. Ich werde als Hauptmann der königlichen Wache ihr. Bis zum letzten Atemzug an der Seite ihrer Majestät sein. Wenn es in deiner Macht steht. Es ist mir eine Ehre, neben einer furchtlosen Ritterin wie dir zu kämpfen. Doterra ist aus der Asche emporgestiegen, noch stärker als je zuvor. Es wird in der Geschichte nie wieder einen Fall der Burg Doterra geben. Sag niemals nie. Wie kann sie sowas behaupten? Sie lebt auch nicht ewig. Die Menschen werden sich... Es wird andere Menschen geben, die Menschen ändern sich, die Menschen ändern ihr Gedankengut, dann kommt wieder so ein Schericht auf den Thron. Also ich würde da nicht mal so selbstsicher sein. Und seine Majestät plant, die Prüfungsarena bald wieder zu eröffnen, damit du für mehr Ehre und bessere Fähigkeiten trainieren kannst. Oh nein, sowas mag ich gar nicht. Ich würde gern solch großartige Ritter wie dich dort kämpfen sehen. Willst du nicht zur Arena gehen und die Anlage untersuchen? Solange ich nicht irgendwie PvP dort machen muss und nur gegen irgendwelche Monster kämpfen und sie töten, dann ist es für mich ja okay. Hier oben leuchtet auch schon die ganze Zeit was. Folge der Hauptquesthandlung und löse die Probleme in West Doterra. Und ganz viel öffnet sich. Ist auch irgendwas fertig? Schließe Questschreiber Theos Einladung ab. Wir haben die doch nur angenommen. Aber egal. Warte mal, was kriegen wir denn da? Herstellungsbeschleunigungschip, okay. So, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Da müssen wir auch... Ah, da können wir noch was abholen. Schließe die Quest ein zurückgewonnenes Gehäll. Haben wir das nicht schon? Ach, das war weiter oben. Nee, doch nicht. Und die anderen Sachen. Ich lese jetzt absichtlich nicht, was wir da tun müssen. Ich klicke jetzt einfach nur durch. Man wird schon wieder so ein bisschen erschlagen von all den Dingen, die sie tun. Damit kannst du leichter durch Doterra reisen. Ja, ja, deswegen laufe ich jetzt auch hier rüber. So, damit ich ja auch schnell wieder hinkomme. Und dann reden wir mal hier mit der Dame. Willkommen, Königsritterin. Schickes Kleid hat sie an. Zum Glück komme ich noch rechtzeitig. Ich fühle mich geehrt, die frohen Neuigkeiten überbringen zu dürfen. König Siren hat euch eine Festung gegeben. Ja, ich habe schon sowas gehört. Bald wird am Palast eine Zeremonie zur Verleihung eures Titels stattfinden. Lordschaften von überall her haben sich auf Burg Doterra zusammengefunden, um der Zeremonie beizuwohnen. Zu wohnen unter Scherichs Regentschaft war so etwas undenkbar. Und nun folgt mir bitte, der König... Erwartet euch, ich komme gerade vom König. Na gut. Irgendwie fehlt mir noch ein Brustteil, oder? Zu diesem Set, was ich da anhabe. Und ein Höschen. Mein Lieblingsritter. Danke. In Anerkennung dafür, dass du die sterbliche Welt beschützt und Doterra Ehre gemacht hast, gewähre ich, König Tyrain von Doterra, dir hiermit eine Festung. Ich könnte nicht stolzer sein, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich hoffe, dass diese Festung eine würdige Belohnung für deine Mühen ist. Und schon stehen wir wieder draußen. Möge eure Festung von der Güte Regulus erfüllt sein. Und wo befindet sich diese Festung? Winsbraut, bitte nehmt dieses Notenblatt an. Es ist das Lied von Heim und Herd. Ah, bringt mich das dahin? Von Heim und Herd? Richtig, der Barde vom Sonnenhügel schrieb es für euch, Winsbraut. Ihr könnt das Lied von Heim und Herd singen, wo auch immer ihr euch befindet. Und es transportiert euch zu eurer Festung. Oha. Okay.
Festung freigeschaltet. Ach, was es hier alles gibt. Jetzt haben wir hier noch Cardogan. Was haben wir da? Enthält eine Belohnung des Königreichs Lutera. Keiner weiß, was drin ist. Einiges, okay. Habe ich was gesagt, dass mein Brustschutz noch fehlt? Da ist er. Das ist auch blau, oder jetzt? Nee, der ist lila. Doch, blau. Höschen fehlt mir noch, oder? Wobei, nee, das ist schwarz. Das kann natürlich sein. Dann haben wir hier wieder ein Dingenskirchens. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben eigentlich auch eine Waffe bekommen. Die immer noch schlechter ist wie die epische, die wir uns teuer erstanden haben. Und dann haben wir einen Ring der glorreichen Wunde. Da können wir jetzt wieder überlegen, was uns wichtiger ist, Crit oder Spezi. Hier auch. Gucken wir mal nochmal, wie es hochkommt. Wir müssen ein bisschen Spezi dazu kriegen. Spezialisierung. Dann ziehen wir das mal an. Passt. Und dieses hier packen wir mal erstmal so ein bisschen weg. Okay. Gut, dann halt. Lied haben wir wohl gleich ins Liederbuch gekriegt, weil das wollte ich nämlich eigentlich jetzt aktivieren, aber das ist hier gar nicht. Notenblatt. Lied von Heim und Herd. Jetzt müssten wir eigentlich auch uns zur Festung begeben, ne? Wenn man die führe das F2-Lied von Heim und Herd aus. Nee, bei mir ist das ein bisschen anders belegt. Tut mir leid. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter? Oh Gott, guckt euch mal die ganzen Herzchen an. Mit den Leuten sollen wir hier sprechen, ne? Hier ist noch irgendwie eine Quest-Abenteuer. Mhm. Oh, ich glaube, wir werden hier jetzt gerade in diesem Gebiet jetzt ganz viel neue Mechaniken noch kennenlernen, denke ich mal. Ich sehe hier schon irgendwie Skin-Modden. Dann haben wir hier Portalstatue. Und das ist blau und nicht hier nur Reporter. Und dann haben wir hier Keller. Ach, du Schatten. Aber damit wir jetzt nicht ganz so viel haben, mache ich das tatsächlich erstmal fertig mit Heim und Herd. Jetzt gucken wir uns mal unsere Festung an. Wir können ja wieder herporten. Wir haben uns den einen freigeschaltet. Hoffe ich. Dass wir nicht den blauen gebraucht hätten. Nameless Territory. Muss ich dem doch einen Namen geben? Och, guckt mal, das ist ja richtig. Mit Garten und allem. In der Expeditionsstation der Festung kannst du Teams auf verschiedene Missionen aussenden und Belohnungen verdienen. Ach du Schande. Und ein Riesen-Mokoko. Ich werde empfangen. Gib ich zu seiner Festung. Sprich mit Butler Adeline. Ah, hier sehe ich die Stats. Gäste. Und hier kann ich wohl einen Namen vergeben. Ich mache aber noch gar nichts, wenn ich nicht. Vielleicht werde ich noch dazu aufgefordert. Willkommen, Abenteurerin. Willkommen. Ach, damit sie möglichst intelligent aussieht, natürlich mit einer Brille. Es ist jetzt wieder so typisch Asia-Style, ne? Gemäß den Befehlen von König Cyrene habe ich als eurer Butler zu fungieren. Mein Name ist Adeline. Es ist wahrlich eine Ehre, euch Königsritter dienen zu dürfen. Alle haben bereits auf euch gewartet, eure Lordschaft. Alle? Wer alle? Menschen, die mich willkommen heißen, empfange Ritter Jonathans Salut, schüttle Steinmetz Refito die Hand, grüße die Gemischtwarenladenbesitzerin.
Jennif. Und die gibt's alle hier in meiner Burg? Was ist das denn? Fährenrundreise, Strecke 1. Geh an Bord der Fähre und erkunde die schönsten Sehenswürdigkeiten der Festung. Die Nebenstraße zwischen der Hauptinsel und abgelegenen Insel bildet das Highlight dieser Tour. Was? Wie groß ist denn das hier? Tourstrecke Hauptinsel Hafen, Hauptinsel Nordhafen, Nebenstraße Hauptinsel. Ich schau mal auf die Map. Okay. Aber hier kann man auch rüber. Aber hier muss man halt. Ach, guckt mal, hier ist kleine Flöße, auf die kann man springen. Das ist die Fähre. Ah, die fährt hier hin und her. Und da fährt was hin und her. Jetzt kommt das Bödlegrad. Ach du Schande. Jetzt begrüßen wir erstmal die Menschen hier. Oha, Jennif nickt höflich. Zu euren Diensten. Und er hier? Ich habe einen eigenen Ritter. Er verbeugt sich. Welch Ehre, einem Königsritter zu dienen. Und der Postbote? Guck mal, wie der aussieht. Wir gucken gleich genau. Die Kraft des Griffs, das Willkommen, ist kein Spaß. Milady. Er ist auch ein Handwerker. So, was ist er denn? Seid willkommen. Oh! In Wurzelzwerg. Brr, so nett, ihr seid genau die Person, nach der wir gesucht haben. Die Menschen dieses Ortes, brr, ihre Herzen sind so rein wie das Wasser einer Quelle. Wirklich sehr nett. Ach, die anderen Freunde sind auch sehr nett. Heute ist ein sehr guter Tag. Ein Freund namens Felix hat etwas für euch vorbereitet, durchlaucht. Okay. Ich werde hier von einem zum anderen geschickt. Und wo ist der Typ da drüben? Dann haben wir hier Spezialumtausch. Raid-Siegel. Nee, haben wir nicht. In Gewürze und so. Ich glaube, hier gibt es ganz, ganz viel, was man eintauschen kann. Ah, können wir hier nochmal noch irgendwas aufbauen? Das sieht so aus wie so ein Laden oder sowas. Oh, ist das schön. Schaut mal hier. Ganz grün und schön. Ah, da wird noch einiges zu tun, oder? Sieht doch ein bisschen schrottig aus. Ich wollte da gar nicht rein. Ah! Bin ich oben? Jetzt gucke ich einfach nur von oben nach unten. Okay. Ein Aussichtsturm. Und hier kann auch was gebaut werden. Ganz viele... Mokoko? Mokokos? Aber das sind doch Männchen. Gebäudeumtausch. Erinnert mich ein bisschen an die Garnison in WoW. Ich weiß, das ist böse, wenn ich das sage, aber... Guck mal, und sie bilden ein Herzchen. Oh, niedlicher Felix. Hier ist das, der Kleine da. Sie haben extra ein Herzchen zur Begrüßung gebildet. Hast du all das für mich vorbereitet? Das ist unsere Milady. Gebt unserem Land einen Namen, Milady. Ich wusste es. Oh je. Eine Festung ohne Namen würden doch höchstens Kokobo zulassen, nicht wahr, Lordschaft? Ich soll mich in der Festung umsehen. Trage das Lied... Okay, das ist eigentlich klar. Was? Da habt ihr einen wundervollen Namen gewählt. Ich habe noch keinen Namen gewählt. Wähle links oben am Bildschirm und benenne die Festung, um fortzufahren. Soll ich mir was überlegen? Du kannst den Namen einmal gratis ändern und bis zu 12 Zeichen eingeben. Keine Leer- und Sonderzeichen erlaubt. Gib einen Festungsnamen ein. Soll ich mir da was überlegen? Also es sieht hier nicht sehr waldig aus. Festung. Ich hätte mich eigentlich erstmal umgucken sollen. Oder man nimmt einfach irgend so was Klassisches wie Sternenglanz. Nein, das ist zu kitschig. Obwohl... Hat jeder Twink seine eigene Festung oder hat man die Festung wieder gemeinsam?
Ich würde mir vorstellen, dass es wieder irgendwie was Gemeinsames ist. Dass wir da zusammen, dass halt alle Twinks da wohnen. Weil ich glaube, sonst wäre es doof. Wenn hier schon alles so geschert wird, dann wahrscheinlich auch die Festung. Mmh, oje, jetzt soll ich mir das aus dem Stegreif. Das ist sowas, wo ich oft länger drüber nachdenke, normalerweise. Nach der Benennung deiner Festung, sprich mit Felix. Sternenlicht. So. Ich taufe dich auf den Namen. Ja, Erfolg abgeschlossen. Und jetzt können wir wieder reden. Haben das alle gehört? Der Name unserer Festung lautet Sternenlicht. Wir sind nun die Bewohner von Sternenlicht. Alle heißen dich willkommen. So heißen wir die Milady willkommen. Eins, zwei, drei. Ach du Schande. Süß. So cool. Einen angenehmen Tag. Lobe, indem du per Chatbefehl Applaus in die Hände klatscht. Da. Habt ihr schön gemacht. Milady, wie war unser Lied? Total süß. Der Text lautet: Es war gut, nur gut. Was kommt denn hier? Das gefällt mir nicht, das ist so, naja, war ganz gut. Aber was kommt hier? Wobei, man kann sich ja eigentlich nicht viel kaputt machen. Ich mach mal, der Text lautet: wirklich? Ich habe es sogar selbst geschrieben. Nichtsdestotrotz bin ich hochzufrieden, dass ihr endlich hier seid. Ich glaube, es war einfach nur doof übersetzt. Kann das sein? Er hat sich jetzt nicht gefreut. Och Mist. Das andere hätte ihn wohl mehr gefreut, glaube ich. Adeline. Abenteurerin? Wie mir scheinen will, amüsiert ihr euch. Ja, denn meine Festung hat jetzt einen Namen. Es ist tatsächlich ein Name, der Königsritterwürde gerecht wird. Was, wenn ich jetzt irgendwie eingegeben hätte, Festung Müllkippe? Dann hätte sie das auch gesagt. Ich teile das sofort den Bewohnern mit. In der Zwischenzeit, Lordschaft, warum bereist ihr nicht die Insel, nun da ihr sie getauft habt? Ihr könnt euch das ganze Herrschaftsgebiet ansehen, wenn ihr auf den Leuchtturm steigt. Echt jetzt? Oh, ich war doch da schon oben. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie die Kamera bewegen können oder so. Erklimme den Leuchtturm? Es hat mich einfach rausgeschmissen. Betrachte die Festung von der Spitze des Leuchtturms. Ah. Aha. Ah, da geht was. Umsehen. Beobachte das Land, das bald kultiviert wird. Ja, sieht noch sehr leer aus. Da geht noch was. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass im Laufe der Jahre vielleicht sogar erst die anderen Inselchen dazugekommen sind. Vielleicht war das noch gar nicht immer schon alles gleich dabei. Wer weiß. Nett. Ja, da. Ich habe eigentlich nur ein kleines Herrenhaus, oder? Wenn ich es richtig sehe. Keine richtige Festung. Ich habe zwar ein schönes Inselchen und tolles Land. Ich habe bereits etwas vorbereitet, was dir die Erfüllung deiner Pflichten etwas erleichtern sollte. Ja, was wäre das? Werft bitte zuerst einen Blick auf eure Aktionsenergie. Ein Gespür für den Zustand eurer Festung verschafft euch den Blick auf die Aktionsenergie. Was ist denn das? Aktionsenergie ist eine Ressource für alle Festungsaktivitäten und sie wird an der unteren Bildschirmmitte angezeigt. Schauen wir uns für mehr Details doch den Bericht an. Hier unten. Das heißt, ich kann wie in einem Browser-Game hier Sachen machen und wenn die Energie fertig ist, dann muss ich wieder einen Tag warten oder so. Jetzt habe ich den Tool-Tipp nicht gelesen.
Irgendwie sowas, hm? Da ist sie. Die für die Aktion einer Festung benötigt wird. Aktionsenergie, Regeneration. 120, weil ich die Aura habe. Das ist wie in Browser-Games, ne? Ich kann eine Weile was machen und wenn ich dann nochmal was machen will, muss ich entweder was zahlen. Wird hier wahrscheinlich auch möglich sein. Oder ich muss halt einfach warten, ein paar Stunden oder bis zum nächsten Tag oder so. Überprüfe den Festungsaktivitätsbericht. Ein Bericht über die Festungsaktivitäten von Butler Adeline. Die Gründe für die Berechnungen der Aktionsenergie wurden sorgfältig formuliert. Okay. Aktionsenergie unten in der Mitte überprüfen. Butler Adeline kalkuliert deine Aktionsenergie und stellt sie in der unteren Bildschirmmitte dar. Das stand schon vorher da. Okay. Es steht euch frei, es euch jederzeit anzusehen, Milady. Dankeschön. Ich werde mein Bestes tun, um euch zufriedenzustellen, Lordschaft. Ich bin kein Lord. Ladyschaft. Aber wahrscheinlich gibt's das gar nicht, ne? Möchtet ihr nun vielleicht die Aktionsenergie ausprobieren, um die Festung zu verwalten? Gestattet mir zuerst, euch zum Labor zu führen. Wir können mit dem Boot im Hafen dorthin gelangen. Dieses Land bietet uns ein mildes Klima und reichlich Ressourcen im Überfluss. Mit genügend Engagement kann dieser Ort hier zur schönsten Gegend in ganz Luterra werden. Ich mag ja sowas eigentlich schon. Hoffe, ich werde nicht enttäuscht, was den Aktionsrahmen angeht. Da gibt es nämlich so Spiele, wo man erst denkt, boah, super, und ich kann da jetzt mein eigenes Ding aufbauen. Und dann ist es nur lauter so, wo man sagt, nur nicht. So, ich habe eine Kirche. Das ist das Labor. Sieht aus wie eine Kirche, von den Fenstern her. Butchi, Forschung. Okay. Habt ihr das gesehen? Das ist das Labor. Butchi hält sich hier für gewöhnlich auf. Klick im Verwaltungsmodus auf das Labor, um mit Butchi zu sprechen und die Forschung zu beginnen. Im Verwaltungsmodus habt ihr die Möglichkeit, viele Entscheidungen zu treffen. Hier. Okay. Ich rede mal so mit dem. Kauf neues Werkzeug. Also mal gucken. Wähle das Labor am oberen Bildschirm an und erforsche, wie man neue Herstellungswerkzeug kauft. Kann ich das nicht bei ihm so machen? Muss ich das über hier machen? Labor ist halt genau das Gleiche. 9 Sekunden, damit es ganz schnell geht. Okay, dann mach mal. Wir brauchen Werkzeug. Die Forschung hat begonnen. Du kannst die laufende Forschung nicht abbrechen. Okay. Flupp! Ein neues Herstellungsplatz plus 1. Okay. Abgeschlossene Forschung. Haben wir gemacht? Verlassen. Wähle das Labor, erforsche, wie man neue Herstellungswerkzeuge kauft. Nee, haben wir doch gemacht. Ah, ich muss bestätigen. Kompliziert. Aber irgendwann macht man das dann so im Schlaf. Wahrscheinlich irgendwie erstmal kurz alles erledigen, bevor man questen geht oder so. Irgendwas. Escape nach Beendigung des Verwaltungsmodus. Sprich mit Adeline. Ach, das brauchte ohnehin eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch gleich darum gekümmert habt. Ja, aber jetzt wollen wir ja mit dem Werkzeug irgendwas anfangen, oder? Dank eurer Genehmigung für die Forschung wurden die Herstellungsplätze erhöht. Und der Werkraum kann nun mehr Aufträge bearbeiten. Die Herstellung auszuprobieren wäre auch eine gute Idee. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr es selbst versucht. Okay, erzähl mal. Die ebenso tüchtige wie talentierte Dorothea ist die Herrin in ihrem Werkraum. Im Werkraum könnt ihr Kampfgegenstände, Nahrung oder andere für eure Abenteuer notwendigen Gegenstände herstellen. Ist das dann das Crafting? Dafür tue ich die ganzen Mats besorgen, oder?
sowie verschiedene Einrichtungen, um eure Festung wunderschön zu verzieren. Ihr könnt direkt mit Dorothea sprechen, aber der Verwaltungsmodus ist dafür bequemer. Wenn ihr die Maus bewegt, während ihr die Mausradtaste gedrückt haltet, könnt ihr die Position des Verwaltungsmodus-Fensters anpassen. Ein Druck auf die zwei QSD-Tasten hat den gleichen Effekt. Ich werde euch etwas Zeit geben, euch mit allem vertraut zu machen. Warum versucht ihr nicht einmal einen Heiltrank herzustellen? Also ich bin ja schon so jemand, wo dann lieber zu den Leuten hinläuft, aber da das hier sehr weitläufig ist, ist das wahrscheinlich schon sinnig, ne? Wir gucken mal in die Verwaltung und dann in die Werkstatt. So, jetzt haben wir hier die Dame, die hier Trefferpunkte... Ja, genau, und wir haben nämlich schon hier Blumen gesammelt. Also könnten wir könnten sogar 6 Heiltränke uns machen. Wir machen erstmal einen für die Quest. Ich glaube, einen brauchen wir. Tränke steht da, aber je mehr, desto länger, ne? Nicht? Aber desto teurer. Und desto mehr Aktionsenergie. Wir machen erstmal einen. Zur Demonstration. Verfügbar, wenn erforscht, So. Abholen. Wir haben einen Gast, Milady. Ah. Das heißt, ich muss jetzt hier mal aus dem Karls, Menü. Der Lord des Wellenstrandes. Hat uns ein paar Matrosen versprochen. Okay. Kann ich hier reiten? Das wäre sonst echt bescheuert, wenn ich hier alles zu Fuß laufen muss. Hier könnte ich runterklettern. Dann muss ich... Ja, wenn ich zum Floß will. Okay, ein Gast. Ein Gast. Frage ist, wo... Da oben. Und was, ich will hier auch was machen. So. Ich sehe keinen Gast. Mal gucken. Welche Erleichterung. Ich war ein wenig besorgt um die Expedition, weil wir nicht genug Matrosen hatten. Aber Lord Moronto kam zur rechten Zeit zu Hilfe. Sie haben auch verschiedene Gegenstände mitgebracht, die für den Betrieb der Festung erforderlich sind. Da der Karren hier ist, können sie auch nicht weit sein. Karl scheint sehr gütig. Danke, dass ihr den weiten Weg gekommen seid, Lord Karls. Sag mir, was hat es damit auf sich, dass des Königs Ritter eine Festung erhält? Eifersüchtig? Karls Moronto kann eine solche Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Diese Matrosen, die ich vom Hafen mitgebracht habe, sollten eine große Hilfe sein. Warum lachst du so komisch? Irgendwie kommt der mir nicht sehr freundlich vor. Wo ist der jetzt? Hm. Lord Karl scheint sehr gütig zu sein. Gütig? Hämisch! Die Person, die gerade zu Besuch kam, war Lord Karls vom Wellenstrandhafen. Er wird euch eine große Hilfe sein, hast schon mal gesagt. Dann werde ich nun die Expedition erklären. Die Expedition kann als Haupteinnahmequelle der Festung betrachtet werden. Dazu werden Matrosen auf Mission entsandt. Expeditionen setzen voraus, dass zunächst Schiffe und Matrosen in der Festung registriert werden. Dazu müssen die Matrosen-Bewerbungsformulare im Inventar ausgefüllt werden. Oh, das erinnert mich an Final Fantasy XIV, wo man ja auch immer Bewerbungen bekommen hat für die, ja. Da gab es so ein ähnliches System, wo man auch so Henchies auf Missionen schicken konnte. Und da kamen auch tatsächlich Bewerbungen rein. Diese Formalitäten sind leider notwendig. Schiffe und Matrosen, die nicht registriert wurden, können nicht auf einer Expedition entsandt werden. Nun, da ich den Ausführungen von Butler Adeline gelauscht habe, ist es an der Zeit, sich den Betrieb der Festung vertraut zu machen. Was kriegen wir denn? Wir kriegen ein bisschen Ressourcen. Piratenmünze, eine Währung, die auf den Meeren Arkesias stillschweigend akzeptiert wird. Sie kann bei reisenden Handelsschiffen und im Meer... auf dem Meer oder von Piraten besetzten Inseln eingesetzt werden. Ach du Schande.
Austin, Festungsexpedition, ein legendärer Schwertkämpfer der Arena des Roten Vorhangs. Seine einschüchternde Erscheinung straft seine Schüchternheit Lügen. Ist auf deinem Schiff, um zu lernen, wie man sich in ein Team einfügt. Spezialisiert auf Belastung Erdbeben. Also wahrscheinlich auch so WoW-mäßig, ne? In WoW, da musste man dann auch immer auf sowas gucken und dann die einsetzen, die für diese Expedition dann den Skill hatten, um das quasi zu negieren. Lo Pangs, Mitarbeiter des Jahres. Man sieht ihn nie ohne ein fröhliches Lächeln auf dem Gesicht. Zenit. Okay. Nutze Piratenmünzen, um auf Handelsschiffen verschiedene Gegenstände zu kaufen. Boah, ist das viel Zeug. Nutze die Festungsmannschaftsbewerbungen in deinem Inventar, um eine Expeditionsmannschaft zu registrieren. Okay, was haben wir denn da für Pillen? Festungsenergie. Ah, stellt Festungsaktionsenergie wieder her. 1000 Stück. Ich glaube, wir haben im Moment noch genug. Erstmal. Vielleicht, falls man sie schon irgendwie verschlumpelt hat, verbraucht und dann doch an der Quest weitermachen möchte. Okay, dann möchtest du nutzen, um deine Mannschaft anzuheuern, da ich noch nichts habe. Bei Nutzung außerhalb der Festung wird die bereits im Besitz befindliche Mannschaft per Post geliefert, wenn du die Festung betrittst. Ich habe ja noch keine Mannen, von dem her brauche ich die beiden wahrscheinlich eh. Austin und Zenit. So. Und was mache ich jetzt mit den Gestalten? Schauen wir mal. Bisschen aufräumen. Sieht so unordentlich aus. Wähle das Labor, schließe die Erforschung des Baus der Bella Luca ab. Jetzt auf einmal und warum? Ich gucke jetzt mal auf dieses Ding hier. Soll ich jetzt welche wegschicken? Normale Mission, Spezialmission. So, ich bekomme dann Siegel. Ah, da kriegt man Raid-Siegel. Eine Marke, die auf Raid-Expeditionen erhalten werden kann. Händler gegen andere Dinge eingetauscht werden. Oh. Aber kostet 1000 Energie, ne? Oh, das tut also richtig viel. Weniger als eine Minute, das heißt, es ist auch ein Testlauf. Und natürlich brauchen wir genau die zwei Skills, die wir gerade... Und auch 9 Sekunden. Oh nein, all die Nutztiere, in denen unsere ganze Mühe steckt, wurden erschlagen. Eine grausame Tragödie hat sich im Dorf ereignet. Ich sollte die Hinweise am Zaun untersuchen, um den Grund herauszufinden und die verantwortliche Bestie zu erledigen. Soll ich die jetzt schon losschicken oder soll ich erst das machen, was die Quest sagt, weil ich nachher aufgefordert werde, die loszuschicken? Das ist natürlich die Frage jetzt. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Bella Lucia im Labor. Ah, wir brauchen ja ein Schiff. Das wird dann Bau der Bella Lucia. Okay, ich hab's verstanden. Ohne Schiff kann ich ja gar nicht wegschicken. Wir haben auch Ressourcen und lustigerweise genau die Ressourcen, die wir gerade als Belohnung erhalten haben. Hm, wer hätte es gedacht? Und wir haben auch Minuszeit durch die kristalline Aura. Wir brauchen nicht ganz so lang jemand, der das nicht hat. Es kostet auch ein bisschen was. Und das, 500 kostet das, das zu bauen. Ja, Bella Lucia, so ein schöner Name. Ja, dann komm, auf geht's. Wir brauchen ein Schiff. Sonst geht gar nichts. Fertig? Was anderes geht eh nicht. Festungsstufe 2. Meine Festung hat auch noch Level. Wie viel Level gibt's denn da dann maximal? Da bin ich dann sehr gespannt. Hier unten ist... Ah ja, da ist der XP-Balken für die Festung. Nice. Wähle die Expeditionsstation ganz oben auf dem Bildschirm mit Hilfe von... XP-Station? Ah, okay. Ich stehe eigentlich schon vor dem Brett. Und, warte, und dann? Entsende Matrosen auf eine Standard. Okay, machen wir. Ja, hier haben wir jetzt ein Schiff. Bella Lucia. Haltbarkeit 5000. Was ist das? Für Seetangbeete Expeditionsmissionen wird der Haltbarkeitsverlust des Schiffes um 5% reduziert. Lassen wir mal die Finger von... So, jetzt brauche ich hier natürlich Mannschaft.
So, wir brauchen ihn und sie. Automatische Formation ist dann, dass genau das reingeschickt wird, was man braucht dafür, oder? So, wir brauchen die beiden Sachen. Seetang besorgen wir denn, oder? Hinweise am Zaun untersuchen, um den Grund herauszufinden. Und ich soll eine Bestie erledigen, steht da. Automatische Formation, Mannschaftsliste. Ah, dann hätt's die gleich reingezogen. Ich kann sogar ein Tier mitnehmen. Meine Pets können das unterstützen? Flammenbonus, Eis, Eis, Flammenbonus. Brauchen wir eigentlich gar nicht dafür, ne? Wir schicken mal die Molly mit, oder? Geht das? Brauchen wir ja nicht. 2%. Ah, die gibt noch ein bisschen was dazu. Okay. Wird jeden Tag um 11 Uhr aktualisiert. Normale Mission, Spezialmission. Ja, jetzt machen wir mal zack. Du kannst die Anpassung durch meine... Ach, das passt schon. Fleißiger Fürst, Erfolg abgeschlossen. Sprich mit Adeline. Nutztierschutz losgeschickt, was? Als nächstes kann ich euch etwas über die Händler erzählen. Was ist ein Händler? Oh, keine Ahnung, was ein Händler ist. Es ist wie folgt. Händler besuchen verschiedene Kontinente und gehen Verträge mit diversen Lords ein. Je höher eure Rufstufe durch Abenteuer steigt, desto mehr Händler werden euch einen Vertrag anbieten. Ihr könnt sowohl Materialien, die in der Werkstatt hergestellt wurden, als auch durch Expeditionen erlangte Gegenstände bei berühmten Händlern eintauschen und so verschiedene Vorzüge erlangen. Händler können diesen Hafen besuchen, wenn ihr einen Vertrag mit einer Handelsgilde unterzeichnet und ihnen eine Handelserlaubnis ausstellt. Möchtet ihr sie jetzt besuchen? Es ist nicht viel anderes übrig bleiben, oder? Oh, wir haben ganz viel Siegel bekommen. Wahrscheinlich muss ich die jetzt bei denen einsetzen, oder? Wähle Labor und mache Händlervertrag Handelserlaubnis. Okay. Dann haben wir das Neues bekommen. Tritt in Beziehung mit den berühmten Händlergilden von Arkesia. Die Händlergilden bringen Schwung in die Bevölkerung. Hier, mach mal. Ich schätze mal, dass man jetzt noch gar nichts... Obwohl, ich habe, glaube ich, angeklickt, dass ich nur das sehe, was ich herstellen kann, ne? Sonst würde man wahrscheinlich sehen, können Händler von Arkesia... was es noch so gibt. Oh, da kommt schon einer. Die Händler führen ganz besondere Waren mit sich. Zum Beispiel? Um mit ihnen zu handeln, musst du einen Vertrag mit ihnen abschließen. Das ist dann sowas. Händler, die Verträge mit dir haben, werden regelmäßig deine Festung aufsuchen. Dass man dann quasi einen Auftrag hat, stelle mir so und so viel her und dann muss man das bis dahin da haben, um den Vertrag zu erfüllen oder sowas. Beginne den Handel, Erfolg abgeschlossen. Kaufe von dem Händler am Hafen leuchtende Zagoras-Kristalle. Okay, am Hafen. Händlerbesuch. Ah, jetzt steht es auch hier oben, dass wir einen Händlerbesuch haben. Licht auf in 7 Stunden 58, also in 8 Stunden. Ah, der hat jetzt hier seinen Stand aufgebaut. Das ist das. Ja, guten Tag. Wow, einen schönen Platz hast du da. Unsere Sachen, wir können einen Sonnensegel kaufen. Jetzt machen wir erstmal das, weil wir das von der Quest her sollen. Wie viel Währung habe ich denn? Steht irgendwo, wie viel ich von dieser Währung... Im Besitz 100, okay. Das heißt, wenn ich jetzt das kaufen würde, hätte ich nichts mehr für das, wo ich eigentlich für die Quest brauche. So. Jetzt kann ich das nicht mehr kaufen, weil ich das andere schon gekauft habe. Hm.
So, und was soll ich jetzt machen? Kaufe von dem Händler am Hafen, kehre zu Adeline zurück. Gute Arbeit. Ich begleite euch zum Anwesen. Es gibt ein paar Dinge, über die ihr euch in Bezug auf das Anwesen im Klaren sein müsst und die ich auf dem Weg dorthin erklären werde. Ich habe ein Spezialgerät hergestellt, mit dem alten Band, den Nahun damals zurückgelassen hat. Okay. Ich schätze mal, hier kann man so ganz viel Deko aufbauen, oder? Das Anwesen bietet viele vorteilhafte Gebietseffekte innerhalb der Festung. Wählt es weise aus. Kannst Effekte auf der Festung anwenden, indem du dein Gebäude, dein Outfit auf den Platz legst. Aber das war jetzt nur so ein Sommerhaus, ne? Bis jetzt. Das sieht ja schon sehr mehr wie ein Schloss aus. Wähle einen Runenplatz aus, um eine Liste verfügbarer Effekte anzuzeigen. Nix. Gesperrt. Gebäude. Outfit. Habt ihr mal gesehen? Ihr könnt euer Anwesen auch über den Band verwalten. Die Benutzung ist kinderleicht. Legt den Effekt an, den ihr gerne im Anlegenplatz sehen möchtet. Der gewählte Effekt hält an, bis ihr ihn entfernt. Wichtig ist, dass ihr sorgfältig erforscht, welche Effekte für eure Festung notwendig sind und diese entsprechend anlegt. Ich werde sie sorgfältig erforschen. Wir sollten sie gemeinsam erforschen. Vielen Dank. Ich werde mir Mühe geben, euch stets eine Hilfe zu sein, Lordschaft. Ich habe euch nun beinahe alles erzählt, was ihr wissen müsst. Da sind aber noch viele Icons oben gewesen. Möchtet ihr zuletzt vielleicht das Labor hochstufen? Seine Stufe zu erhöhen, wird es euch gestatten, zusätzliche Forschungen durchzuführen. Natürlich können wir dann auch mehr arbeiten. Schreiner Werkzeugkasten. Zur Herstellung bestimmter Gebäude. Ah, wahrscheinlich könnten wir sonst gar nicht hochstufen. Erforsche das Labor Stufe 2. Reinige das Labor, damit es glänzt wie neu. Baue das Labor aus. Sprich mit Butler Adeline. Aber man sieht hier trotzdem nichts. Okay, weil ich nur verfügbare Forschung genommen habe. Ich will mich ein bisschen überraschen lassen, deswegen reicht mir das jetzt. Es sei denn, ich brauche dann was Bestimmtes und weiß nicht, wie ich es kriege. Dann würde ich das gerne aufklappen. Oh, habe ich etwas zu schnell erklärt? Wieso, habe ich was falsch gemacht? Dank deiner Erläuterung habe ich alles verstanden. Ich finde, du warst ein wenig zu schnell. Nö, war, glaub, okay. Was für eine Erleichterung. Das liegt nur an eurer raschen Auffassungsgabe, Lordschaft. Nichtsdestotrotz ist hiermit die offizielle Einführung abgeschlossen. Wahrscheinlich, wenn man es nicht verstanden hat, dann kann man nachher noch vielleicht auswählen, was man nicht so gut verstanden hat. Und dann erklärt sie es nochmal. Offizielle Einführung? Gibt es noch eine inoffizielle? Ja, allerdings wäre da noch ein inoffizieller Punkt auf der Tagesordnung übrig. Ich weiß, ihr seid eine vielbeschäftigte Person, Lordschaft. Solltet ihr das Lied der Flucht aufführen, würde ich das natürlich verstehen. Natürlich, das kann ich mir nicht entgehen lassen, hä? Kann nichts wählen. Oho, hab Dank. Es gibt Neuigkeiten, dass ein angesehener Gast auf Burg Luterra uns bald besuchen wird. Die Bewohner der Festung bereiten sich bereits auf den Empfang vor. Noch ein Gast. Die Leute sind offenbar guter Dinge. Ich wusste, dass du ein geborener Anführer bist. Danke, danke. Guck mal, es gibt Speisen. Luterra hat für dich und deine Untergebenen ein Geschenk vorbereitet. Oh, guckt euch das mal an. Lasst uns essen, trinken und feiern. Danke, danke.
Aber sein Schwert ist jetzt wieder ganz. Die Spitze ist nicht mehr abgebrochen, wenn sie abgebrochen war. Okay. Glückwunsch von seiner Majestät höchst selbst. Danke, danke. Diesem Ort steht eine glänzende Zukunft bevor. Heute hat sich viel ereignet und ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis. Aber nein, ich bin die Person, die dankbar sein sollte. Ach, ihr seid wirklich würdig, in die Geschichte Lutheras einzugehen. Ich war neugierig darauf, euch einmal persönlich zu treffen. Konnte euch heute dabei beobachten, wie ihr schwer dafür gearbeitet habt, um euch mit der Festung vertraut zu machen. Wahrhaftig, es ist eine Ehre, euch dienen zu dürfen, Lordschaft. Ich, Adeline, werde mein Bestes geben, um euch zu helfen, selbst wenn das nur ein kleiner Beitrag sein dürfte. Ich bin in deiner Obhut. Das klingt ein bisschen blöd übersetzt, oder? Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Lordschaft. Mein Gesicht ist knallrot. Ach, das liegt bestimmt am Wein. Ich werde als euer Butler mein Bestes für die Zukunft von Sternenlicht geben. Den Ort, den ihr so wundervoll aufgebaut habt. Naja, viel haben wir noch nicht aufgebaut. Das kommt noch. Ah, wir kriegen Dinge. Wir kriegen nochmal Energie. Wir kriegen einen Frachtwagen. Einige Materialien, um in der Festung einen Frachtwagen aufzustellen. Erwarte nicht so viel Komfort auf der Fahrt. Wird beim Aufsammeln... Achso, ja. Aber das ist doch ein Gebäude. Einige Materialien. Solider Tresor. Okay, das steht da immer drunter. Und ein Holzfass. Das heißt, das sind jetzt Sachen, die ich hier irgendwo aufstellen kann? Okay, jetzt haben wir hier unten... Ah, hier habe ich das freigeschaltet. Die Festungsgemeinschaft... Was? So schnell kann kein Mensch lesen. So, wie ist denn das mit der Währung? Habe ich hier jetzt noch mal noch mehr Währung? Piratenmünzen. Oh, ist das blau? Okay, da sieht man die. Festungswährung sieht man da nicht. Was haben wir denn da? Niedlicher Felix? Oh, hallo Lordschaft, könntet ihr bitte ein weiteres Gebäude hier vorne hinzufügen? Warum willst du ihm eine Lektion erteilen oder so? Wem? Was? Oder mir? Hä? Ach, wenn ich ganz ehrlich bin, ihr seid doch als Abenteurerin ziemlich berühmt, nicht wahr, eure Lordschaft? Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen und all das tolle Zeug betrachten, das ihr in der Festung habt. Wie? Ihr könnt es im Design-Modus tun. Nutzt die Maus, um auf einen leeren Platz zu klicken und es ungehindert zu installieren. Werdet ihr meine Bitte gewähren? Ich sollte irgendwo das Gebäude errichten, um das Felix gebeten hat. Also Hecke? Nee, das kriege ich dann. Eine Hecke, vier Hecken und eine Rebensäule und nochmal Energie. Also, Anwesen, Labor. Aber hier kann ich jetzt nichts machen, ne? Wie ist denn das gemeint? Da, die sind unterwegs. Da könnte ich noch Trefferpunkte dran hermachen. Muss ich dann das herstellen eine Weile, damit ich wieder Level up habe und noch was anderes herstellen kann, quasi mit Level-Ups. Okay, dann haben wir hier Effekte. Fortschrittsinfo, Festungsinfo. Targo ist da, ja. Was schreibt deine Festung? Nee, brauche ich nicht. Ein Koch. Ach, das schon. Was ist das? Gibt einen Übungsplatz und Wissen? Mit Zikina ist nichts unmöglich. Okay, das ist was Zukünftiges. Ich habe das jetzt nicht verstanden mit dem Baumodus. Was ist hier? Platzierung. Ah, Hauptinsel, Labor und kleine Insel.
So, Gebäude. Ich habe keine Gebäude, ich habe... Kann es sein, dass ich die erst einlesen muss? Oder... Registriert Gebäude können in der Gebäudeliste benutzt werden. Dann ist das das wahrscheinlich. Ein Frachtwagen. So. Das müssen wir aufheben, das auch. Okay, und jetzt? Jetzt gucken wir nochmal. So, Gebäude haben wir noch keine. Wir haben Möbel und Requisiten. Aber er wollte, dass ich ein Gebäude aufstelle, ne? Das ist ja doof, wenn ich hier... Ich meine, den Karren könnte ich hier hinstellen. Auch wenn es doof aussieht. Warte, drehen. Mit Q und E. Okay. Ach, dann stellen wir den mal hin. Damit der glücklich ist. Anwenden. Verlassen. Sprich mit dem Fähigkeitssteinmetz und erlerne Schleifen. Ne, das ist was anderes. Hier, wähle die Werkstatt aus. Und stelle etwas her, was du hinzu ein Gebäude. Ah, okay. Aber ich könnte das ja auch wieder wegmachen, oder? Wenn ich jetzt sage, ich will irgendwas wieder wegmachen, drehen, leicht drehen, bewegen, wieder wegmachen. Ja, okay. Dann ist es aber hier noch drin, oder? Ja, dann ist es wieder drin. Gut, okay, wir sollen erstmal, warte, anwenden. Verlassen. So, wir sollen in der Werkstatt... Aha, okay, alles klar. Dann gucken wir mal. Wir können tatsächlich nur Gebäude herstellen. Einen kleinen Brunnen. Dann nochmal so einen Rebenzaun. Ihr könnt natürlich jetzt einfach erstmal eine Hecke machen, aber wahrscheinlich würden das die meisten auch tun, dass sie hier erstmal so eine Hecke... Hecken ziehen, aber Hecken... ganz unfreundlich. Machen wir mal den Brunnen. Vielleicht passt der ja dann auch schon. Die Sachen... Ah, deswegen haben wir das hier bekommen, ne? Genau, es geht tatsächlich um den Brunnen. Deswegen haben wir das bekommen. Na, gut. Der braucht aber jetzt einige Zeit, also eine Stunde normalerweise. Ja, wir haben ja einen Bonus. Wir könnten hier natürlich aufwenden, um schneller zu sein oder die Zeit zu verkürzen, mache ich aber nicht. Okay, der darf jetzt so ein bisschen vor sich hin tuckern. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch mehr... Nee, das sieht nicht so aus, als ob da jetzt noch jemand wäre, der gerne... was erledigt haben möchte. Wo geht's denn hier hin? Rüstungsausgang. Okay. Ach ja, ich wollte noch gucken. Das sieht man von hier gar nicht, ne? Ich habe ja nur so ein Haus. Kann ich da auch reingehen? Nee, kann ich nur von außen begucken. Freischaltbares. Freies Grundstück. Freischaltbedingungen. Forschung, Entwicklung... verkünden. Okay. Ein freies Grundstück mit einem prächtigen Baum. Bauernhofgrundstück. Meeresküste. Abgestiegene Insel. Habe ich das noch nicht? Hier? Jetzt gucken wir mal noch schnell. Mich würde nicht mehr interessieren. Gibt es hier auch noch so ein paar Reiter? Nein. Können im Moment nichts machen, außer eben diese Sachen.
Und dem Brunnen. Und es gibt wahrscheinlich nochmal einen guten XP-Schub nachher oder irgendwie sowas, dass wir nochmal nachher weiterkommen. Da können wir auch nichts machen. Anwesen können wir auch nichts machen. Das ist jetzt einfach so. Gut, dann kommen wir später wieder. Dann kann sich das hier auch so ein bisschen noch aufladen und wir müssen unsere Pillen nicht schon benutzen. Dann gucken wir uns doch mal den Ausgang an. Festung verlassen? Ah, da komme ich dann wieder raus. Okay. Kommt man dann immer hier in der Burg Laterra raus? Oder einfach da, wo man gestartet ist, als man in die Festung geportet ist? Das könnte natürlich auch sein. Okay, dann machen wir mal weiter mit unseren Quests, die wir hier haben.